So, was machst du jetzt? Ein starker Angriff und Utsuki ist schon wieder fast down. Er ist down. Geil, ey. Bestes Spiel. Mann, ich sterbe die ganze Zeit. Was soll das? Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Tokyo Mirage Sessions Sharp FE. Beim letzten Mal haben wir, ja, waren wir die ganze Zeit im Kampf gegen den Boss hier, und zwar Aversa. Ja, das zieht schon ganz schön und die hat immer noch einiges an HP. Und ich habe gerade gesehen, die hat schon wieder Weakness Lanze mit Rot. Ich weiß immer noch nicht, was das heißt. Leute, wenn ihr es wisst, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Ich habe nämlich keine Ahnung, und warum die ihre Schwächen ändern kann, weiß ich auch nicht. Es ist seltsam. Ich weiß nicht, ob ich dafür verantwortlich bin oder ob das irgendeiner von ihren Fähigkeiten ist. Keine Ahnung, wenn die sowas überhaupt haben. Ich weiß echt nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber okay, ich würde trotzdem sagen, ich mach den erstmal Platz, weil der ist was am Arsch. Deswegen, los geht's. Dann habe ich nur noch sie da. Das ist schon mal gut. Können sie direkt angreifen, das ist gut. So. Ich habe gerade gesehen. Nee, doch nicht. Ich hoffe, hier immer noch was Change ist. Change with another cast member. So, um die Plätze tauschen oder wie? Oder? Keine Ahnung, aber es ist ausgeraut, es geht nicht. Keine Ahnung, wozu das genau da ist. Ich könnte theoretisch sogar mich verteidigen, krieg dabei sogar EP dazu. Ist natürlich nicht schlecht. Aber weiß ich nicht, ob sich das wirklich lohnt. Ich bin eher der Angreifer. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich muss jetzt irgendwie schnell Schaden raushauen. Das bedeutet, ich weiß nicht wie. Gut, die anderen beiden haben zumindest Schadenserhöhung. Schon irgendwie gut. Was kannst du am besten machen? Hat sie immer noch die Weakness? Ja. Ja, dann würde ich sagen, Poison Skewer. Bietet sich an, denke ich. Macht doch nur 17 Schaden, was ist das? Oder macht es meinen Angriff wirklich schwächer, wenn das auf Rot ist? Keine Ahnung. Oder macht generell wenig Schaden. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ich dachte schon, ich könnte das wieder einsetzen. Aber nee, ist noch ausgeraut. Das wäre es jetzt gewesen. Okay. Okay, ist neutral. Danzio. Ich habe zumindest schon mal mehr als die Hälfte abgezogen. Das ist schon mal gut. Ich bin gleich ziemlich oft in Folge dran. Vielleicht kann ich da einiges abziehen. Ich hoffe es. Außer die ruft jetzt direkt wieder Gehilfen. Das wäre uncool. Ich hoffe es mal nicht. Okay, die macht nur diesen einen Angriff. What? 369? Holy shit. Das war mehr als bei Thoma. Okay, Thoma ist auch ein Tank, aber what the fuck? Holy shit. Das war echt viel. Das war wahrscheinlich doppelt so viel. Bei Thoma waren es gerade mal 130, glaube ich, mit dem Angriff. Alter Schwede, alter Schwede. Tja, nun, okay, sie hat noch eine extra Runde quasi. Dann belebst du einfach wieder? Ich denke. Ja, mach ich. Weil Itsuki ist müsste direkt danach dran sein, genau. Perfekt. So, dann einfach wieder Zio, würde ich sagen. Ja. Warum auch nicht? Ich weiß, vielleicht reicht es jetzt sogar schon. Ja, wohl bei so wenig Schaden ist das echt. Wow, jetzt hat sich fast zu oft geklickt. Ja, jetzt hat er wieder neutral. Komisch. Feuerassistent. Toll. Kann er leider nicht viel machen. Das ist das Problem. Ich könnte es natürlich weiter mit Poison Skewer versuchen.
um sie eventuell zu vergiften. Was irgendwie nicht funktioniert. Zumindest habe ich noch nicht gesehen, was die irgendwie vergiftet war. Ja, aber sonst kann ich auch nicht viel machen, ne? Hab ich irgendwelche Items, die so viel Schaden ziehen oder sowas? Eine Axt. Ein Dart. Hat ich nicht was gegen Axt? Weiß ich nicht. Aber wenn das wie beim Waffendreieck ist, wenn die gegen das resistent ist, ist die vielleicht gegen Axt schwach? Ich kann es mal ausprobieren. Ich meine, die würde ich sowieso sonst nicht benutzen wahrscheinlich. Ich probiere es einfach mal. Was soll es? Wirf die Axt. Wow, das hat ja fast Schaden gemacht. Echt ja unfassbar. Und ich glaube, die wird in der nächsten Runde wieder ihre Gehilfen rufen. Das ist natürlich blöd. Aber die hat jetzt schon einiges an Schaden. Vielleicht kann ich mich jetzt auf sie konzentrieren. Das wäre gut. Das Problem ist natürlich, wenn der Kampf dann trotzdem noch weitergeht, wenn die anderen am Leben sind. Das weiß ich natürlich nicht. Ob es reicht, den Boss zu besiegen. Den Fall hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Ja, kann ich mit dir noch viel reißen? Oder soll ich Angriffe erhöhen? Ich glaube, ich erhöhe nochmal den Angriff. Ja. Ich bin danach direkt nochmal dreimal dran, außer sie ruft jetzt ihre Gehilfen, wie irgendwas so aussieht. Oder? Nee, das ist kein Angriff nur. Doch, okay. Verdammt, verdammt, verdammt. Und ich habe wenig EP, das ist nicht gut. Okay, mache ich das am besten. Ich bin trotzdem dreimal dran, das ist gut. Die sind erst in der nächsten Runde dran. Okay. Was mache ich denn da? Change bringt immer noch nichts. Naja, kann immer noch nicht viel machen. Das ist das große Problem. Sonst hat er auch nichts, ne? Ja. Die Verteidigungsstärkung hat nur Itsuki. Aber wenn ich schon angefucht habe, sollte ich die Runde auch nutzen dafür wahrscheinlich. Das wäre am sinnvollsten. Trotzdem muss ich Itsuki heilen. Die Frage ist, wer macht das? Vielleicht tatsächlich Toma, weil er nicht viel reißen kann. Einfach mit einem Item. Und wenn ich denn was habe, was viel KP wiederherstellt. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere einfach ein bisschen was aus. Das ist schon mal nicht so gut. Nope. Bitte ein bisschen mehr. Das sieht gut aus. Brett ist also ein gutes High-Item. Habe ich aber nur eins. Ja, Fully Restores HP. HP. Hier noch was anderes. Brett Chain. Oh, von allen. Nicht schlecht. Ja, die Leute mögen wohl Brot. Warum auch nicht? Was ist das? Achso, ja. Chakra Drop. Natürlich auch nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Hm. Ich warte noch. Damit warte ich noch. Toll, benutze ich jetzt einfach mein Brot? Das ist die Frage. Ich habe nur eins davon. Das ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, ich muss. Ja, ich mach's einfach. Was soll's? Ich glaube, ich bin ein bisschen unterlevelt. Also, wenn Thomas schon gewonnen-hittet wird als Tank, das ist schon nicht so schön. Vielleicht hätte ich echt mehr kämpfen sollen. Vielleicht sollte ich die Kämpfe auch teilweise rausschneiden einfach. Weil ich weiß nicht, ob das so spannend ist, immer wieder die gleichen Kämpfe zu sehen und ja. Muss ich mir mal überlegen. Aber okay. Was machst du denn, mein Freund? Ich werde mich jetzt, glaube ich, erst auf sie konzentrieren. Sie ist bald down, von daher. Ich muss versuchen. Jetzt nochmal auf die anderen zu gehen. Nee. Kein Bock. Okay, sie ist zumindest schon mal im roten Bereich. Das ist gut. Wird dann auch effektiv? Keine Ahnung. Hab ich noch nicht ausprobiert. Das ist natürlich blöd.
Ja, ich mache es trotzdem. Mal gucken, was das bringt. Jo, gut. Sehr schön, es sei denn nur eine Zweier-Kombo. Okay. Sie greift schon, zumindest schon mal nicht an in der Runde. Aber die anderen sind jetzt direkt dran. Auch nicht so cool. Okay, das geht. Oh, natürlich macht sie noch eine Session. Jetzt ist er wieder fast am Verrecken. Ist ja toll. Dabei macht er den meisten Schaden. Also sollte ich auch mit ihm angreifen eigentlich. Gut, diesmal werde ich, glaube ich, mit... Verdammt. Mit Tsubasa heilen, wollte ich gerade sagen, aber sie hat nur ein EP. Nicht so gut. Okay, ich muss EP heilen jetzt. Vielleicht mit ihm EP heilen. Dann greift Itsuki an und Tsubasa heilt. Ich will eigentlich lieber angreifen, weil ich gerade den Angriffsboost habe, aber was soll ich machen? Ich bin die ganze Zeit halb beim Verrecken. Das ist nicht gut. Eigentlich keine andere Wahl. Ich brauche auf jeden Fall EP. Sehe ich auch, wie viel es halt? Ah ja, da. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Das sollte erstmal ausreichen. Gut. 100 EP. Gut, du musst angreifen. Definitiv. SP-Technik braucht noch eine Weile. Hätte natürlich auch nicht mehr genug EP, toll. Verdammt, ich kann nicht angreifen. Ich kann normal angreifen, aber es wird fast gar nichts bringen. Mach mal Guard. Gucken, wie viel EP mir das bringt. Ja, auf dich selbst. Kann ich auch andere schützen? Okay, das ist 2 EP. Reicht zumindest für Zio jetzt. Von daher schon mal nicht schlecht. So, du musst jetzt heilen auf jeden Fall. Dia. Let's go. So, mein Angriffsboost reicht, glaube ich, noch eine Runde. Ich hoffe, das kann ich ausnutzen. Aber nicht, wenn Itsuki immer fast am Verrecken ist. Jetzt muss ich wieder heilen, ey. Toll. Ist unfassbar, ne? Das Blöde ist, er kann nicht heilen. Nicht wirklich. Was habe ich gerade gemacht? Guard? Nee. Items wollte ich auch. Ach, komm schon, Leute. Gibt's doch nicht. Okay, was macht die am meisten? Das auf jeden Fall nicht. Nope. Wahrscheinlich noch Lifestone, oder? Oder Fast Aid? Ich glaube, das ist noch mehr. Partys HP, also von allen. Ja, Tatsache. Ich mach mal. Kann bestimmt nicht schaden. Hat er zumindest einen Angriff aus. Ja, gut. So, dann kannst du wieder angreifen. Nee. Skills. So, Zio. Jupp, wird natürlich immer noch nicht ausreichen. Muss irgendwie durchhalten. Es wird anstrengend, aber komm. Und die kriege ich es hin, hoffentlich. So, okay, danach bin ich zweimal dran, das ist schon mal gut. Madame Dia. Jetzt mal richtig heilen. Okay. So, was machst du jetzt? Ein starker Angriff und Itsuki ist schon wieder fast down. Er ist down. Geil, ey. Bestes Spiel. Mann, ich sterbe die ganze Zeit. Was soll das? Goddammit. Toll, jetzt muss ich wieder mit ihm ein Item verbraten und ich kann wieder nichts reißen. Ich kann nicht angreifen oder sonstiges. Oh, das ist doch dämlich. Vor allem, Itsuki war vor ihm dran. Ich weiß nicht, ob er nochmal in der Runde dann kommt überhaupt. So, echt dämlich. Aber was soll ich tun? Ich muss ihn heilen. Es geht nicht anders. Ach, komm schon. Es fehlt doch nicht mehr so viel. Dankeschön.
Nächstes Mal daneben. Und der kommt natürlich nicht in der Runde dran. Er schreit mir dann in dem Zimmer so. Was soll ich scheiße? Der Einzige, der schreien darf, bin ich. Tja. Jetzt gut, aber teuer. Was mache ich? Was mache ich? Ich kann nur angreifen jetzt. Sowieso. Ich kann natürlich nochmal verstärken, aber es bringt ja nichts, weil ich nie dazu, dazu komme, richtig anzugreifen. Das ist unfassbar. Alter, warum schreien die so? Habe ich gerade schreiben gesagt? Schreien. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber... ist ein bisschen penetrant. Sie kann aber auch nicht viel machen, ne? Doch, das ist Weakness. War schon nur Weakness? Doch, stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich. Aber macht trotzdem kaum Schaden. Ich muss jetzt so viel wie möglich Schaden reinziehen. Das geht nicht anders. Was soll ich machen? Es könnte aber klappen. Sie hat echt nicht mehr viel. Wenn ich die beiden Runden noch überlebe und dann voll angreifen kann mit Toma und Itsuki, vielleicht reicht's dann. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Und ich hoffe, dass der Kampf dann auch zu Ende ist. Nicht, dass ich die anderen beiden noch platt machen muss. Okay, sie greift mich an. Das ist gut. Defense und ihr bla bla, okay. Bitte nicht so viel Schaden, okay, das ist okay. Das war auch gut, das war auch gut, jetzt kann ich angreifen. Wunderschön, Leute, ich glaub's ja nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Der absolute Knaller, aber ich kann trotzdem nicht viel machen. Also mit ihm. Die noch nie vergiftet, deswegen bleibe ich beim Skewer, denke ich einfach. Ist zumindest neutral. Was? 14, das ist so wenig Schaden. Ach nein, ich Depp. Oh, ich dummer Trottel. Ich hätte EP heilen sollen mit Toma. Oh, ich hab's vergessen, verdammt. Toll. Ja, es wäre so gut gewesen, ne? Jetzt kann ich nichts machen. Das ist unglaublich. Ich kann nur normal angreifen. Was... verdammt. Oder ich heile mit ihm jetzt erstmal EP. Das ist, glaube ich, noch das Beste, was ich tun kann. Ich muss angreifen können. Das geht so nicht. Ach, komm schon, Leute, ey. Und der ist noch nicht mal wirklich früh dran. Sie ist schon wieder dran. Das wird wieder eine Menge abziehen. Toll. Session natürlich. Sie ist tot. Dankeschön. Oh, ist doch immer dasselbe, Mann. Thomas kann ja echt am wenigsten reißen. Zumindest bei ihr. Ich muss wieder einen Curry einsetzen. Ich habe gleich keine mehr. Gut, weil ich mir so viel gekauft habe. Aber hat natürlich auch eine Menge Geld gekostet, oder? Hat es eine Menge Geld gekostet? Nee, es geht so, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Warte, war sie nicht nach Tiki dran? Warum jetzt nicht mehr? Toll. Ja, wahrscheinlich, weil sie tot war, aber das ging eben auch. Als Itsuki tot war und ich ihn wiederbelebt habe, war er trotzdem wieder an der gleichen Stelle dran, wie vorher mir angezeigt wurde. Kein Plan, egal. Vielleicht habe ich mich auch verguckt. Kann das sein? Nee, nicht Items. Ich wollte angreifen. Zio. Ist eigentlich nur eine Zweier-Kombo? Okay. Ist natürlich blöd. Wird das reichen, ist die Frage. Keine Ahnung, wie viel AP das ist. Wahrscheinlich eher nicht. Die sind auch noch dreimal dran. Also alle drei sind nochmal dran. Danach, das ist auch uncool, aber wir sind voll. Obwohl. Tsubasa hat schon eine Menge Schaden wieder. Hälfte Energie nur noch. Hätte ich jetzt SP-Technik, ne? Das wäre perfekt. Aber es fehlt noch ein bisschen. Ein bisschen fehlt noch. Ich könnte natürlich Verteidigung stärken. Vielleicht erstmal durchhalten bis zur nächsten Runde, weil dann können wir alle angreifen. Die Frage ist,
geht das wirklich? Weil sterben wir auch alle. Ich weiß halt nicht, wie viel Verteidigung das wirklich macht. Ob das wirklich viel bringt. Das ist halt das Blöde. Oder soll ich einfach angreifen und hoffen, dass es reicht? Na, ich greife an. Scheiß drauf, komm schon. Stirb doch bitte. Mach genug Schaden. Ach, es reicht nicht. Das Wasser's down. Okay, ich werde sie aber nicht wiederbeleben. Weil die sollte jetzt eigentlich mal sterben. Verdammt. Ich habe den Session-Skill jetzt nicht drauf. Trotzdem. Sollte auch so reichen, hoffentlich. Na, endlich. Dankeschön. Holy shit, ey. Was ein Kampf. Was ein Kampf, ey. Wow, der Part ist auch schon fast zu Ende. Es hat einfach zwei Parts gedauert. Zwei ganze Parts für den Boss. Holy shit. Längste Bosskampf überhaupt. Ich muss echt mehr trainieren. Holy shit. Dabei bin ich schon Level 12. Und das war gerade mal der zweite richtige Boss. Holy bitch. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, würde ich mich echt über einen Daumen hoch freuen. Schreibt außerdem doch mal in die Kommentare, was euch besonders gut gefallen hat und was nicht so gut. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Detoxan.